Also herzlich willkommen zu deinem Faszienkurs. Das ist der zweite Teil heute. Wir gehen heute von der Achillessehne ein bisschen höher bis zum Knie. Jeder, der Knie- oder Fuß- und auch Achillessehnenprobleme oder Knöchelprobleme hat, der wird das mögen. Also er wird nicht mögen, was wir jetzt machen, er wird aber das Ergebnis mögen. Also wir massieren so ein bisschen den Fuß durch. Du musst jetzt nicht, also es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt da jetzt wieder so wie gestern drauf gehst und richtig Schmerzen erzeugst, sondern es geht wirklich nur darum, dass du den Fuß massierst. Jawohl. Einfach nur mal kurz durchmassieren. Und gerne so die einzelnen Triggerpunkte, die einzelnen Druckpunkte mal ansprechen und auch da mal kurz bleiben und die mal so kurz antickern, so tuk, 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 mit festem Druck. Also es macht schon Sinn, das mal ab und zu machen. Okay, andere Seite. Wen das interessiert, welche Punkte was bedeuten in seiner Fußsohle, ich habe extra, also wenn du jetzt auf unserer Seite Happy Feet eingibst, dann kommst du in die Kategorie Happy Feet und da habe ich eine Fußreflexzonentabelle aufgeführt. Da siehst du, welcher Punkt was bedeutet, weil das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die sagen, also die Asiaten sagen, alle Nerven enden in deinen Füßen und das bedeutet auch, dass dein ganzer Körper in deinen Füßen abgebildet ist. Der große Zeh ist der Kopf, genau. Wenn du so an der großen Zeh-Außenseite vorbeigehst, so am Nagelansatz, das sind die Augen. Also wenn du da mit dem Finger reindrückst, dann bist du an den Augen. Wenn du am unteren Nagel da reindrückst, bist du am Ohr. Und dann kommst du an die Beugung, da bist du am Kopfgelenk und dann gehst du weiter runter. Und wenn du, die meisten von euch massieren ja so in der Fußmitte, das ist auch die Körpermitte. Da sind dann auch die Organe abgebildet, auch Lunge, Herz, Milz, Leber. Und so kann man diese Punkte energetisch stimulieren. Also gilt übrigens auch, wenn du zum Beispiel Magenschmerzen hast, dann guckst du, wo der Magenpunkt ist und dann aktivierst du den mal 2-3 Minuten so mit dem spitzen Fingernagel und dann können auch Magenkrämpfe und sowas weggehen. Okay, so, jetzt wird's doof. Ich habe gesagt, das ist so der unangenehmste Kurs der ganzen Woche, weil wir zum unangenehmsten Punkt gehen. Ihr setzt euch jetzt alle hin und ich bleibe stehen und zeige euch im Stehen, zu welchem Punkt ihr gehen sollt, weil das seht ihr dann im Stehen, wenn ich stehe, seht ihr das besser. Ich zeige das jetzt, weil ich gehe auch gleich runter. Wir fangen natürlich an der Ferse und dann der Achillessehne fangen wir gleich mit dem Tennisball an. Aber jetzt müsst ihr euch so vorstellen, Achillessehne, die ist recht schmal, die ist so fingerdick. Und dann geht die nach oben und oben am Wadenansatz, da wo ihr eure Wade eigentlich seht, da spleißt die so auf. Also die endet nicht einfach, sondern die geht in die Wade über. Das sieht dann so aus. Und dieser Punkt, wo die aufspleißt, also wo die sich teilt, wo die so nach außen geht, da kommt der Ball hin. Und das tut richtig weh. Das ist der Ansatz. Das ist ungefähr hier. Das könnt ihr auch, ihr stellt mal bitte alle die Füße auf. Genau. Jetzt nehmt ihr mal einen spitzen Daumen und jetzt drückt ihr mal mit einem spitzen Daumen, geht ihr mal die Achillessehne hoch und dann merkt ihr oben, jetzt drückt ihr die mal so. Ihr geht von unten, geht die Achillessehne hoch und drückt mal so. Und wenn ihr so in der Mitte der Wade angekommen, also in der Mitte des Wadenbeins angekommen seid, da drückt ihr mal fest rein. Und dann macht es eigentlich, genau, da geht so leicht der Mund auf, die Augen werden klein. Okay, das ist gleich der Punkt, wo ich hin will. Aber vorher legt ihr euch bitte hin oder setzt euch und jetzt nehmt ihr bitte den Ball unter die Achillessehne und massiert so ein bisschen mal die Achillessehne.
Okay. So, also einfach die Achillessehne mal so ein bisschen. Das ist so ganz unspektakulär, weil da ist die ist recht unschmerz, also ist nicht sehr schmerzempfindlich. Die, ja, kommt gleich. Was du mal machen kannst, ist, du kannst mal den anderen Fuß drauflegen. Genau. Das ist super. Schön drauflegen. Okay. So, und jetzt, wir bleiben direkt bei dem einen Fuß, ja? Jetzt geht ihr mit dem Ball ein bisschen höher. Genau. Also ich glaube, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich das nicht mitmache, weil das tut mir zu weh. Also schön mal so ein bisschen rechts, links, so stückchenweise jetzt mit dem Ball, mit die Wade nach oben. Ich bin noch nicht an dem Punkt, den ich euch gezeigt habe, sondern ich bin jetzt so in der Mitte, recht weit unten. Ja, schön rechts, links. Falls ihr euch jetzt fragt, ob das gut ist, ja, das ist gut. Ja, lasst es euch gesagt sein, das ist gut. Jetzt legt ihr wieder den Fuß drauf. Ja, wir können auch eine Partnerübung draus machen. Der Partner setzt sich jetzt da drauf. So, und wichtig ist halt immer das Atmen, gell? Ja. Und auch, was auch wichtig ist, ist den Fuß loslassen. Also der Fuß ist völlig entspannt. Wenn ihr den Fuß anzieht, dann merkt ihr da nichts. Deswegen schön loslassen und schön rechts, links genießen, genau, schön durchatmen. Oh. Herrlich. Au, das ist gut. Au ist gut, ja. Au ist richtig, genau. So, jetzt gehst du wieder ein Stück höher, so 2 Zentimeter. Also ich kann euch sagen, das Gute ist, man gewöhnt sich nie daran. Man könnte ja jetzt denken, das wird irgendwann besser. Nein. Nein, wird's nicht. Und dann wieder den Fuß drauf. Das könnt ihr mal mit Kindern machen. Nee, nicht um die zu quälen, sondern. Nein. Nein. Die merken das nicht. Die Achillessehne bei Kindern ist ganz weich. Das ist echt spannend, also die merken das nicht. Nicht so wie wir. So, wir gehen wieder ein Stück höher. Jetzt sind wir ungefähr an dem Punkt, den ich eben beschildert habe. Ja. So. Also wer den Punkt, mal gucken, also ich komme gerne mal rum, wer den Punkt nicht findet, ich zeige euch den gerne. Ist kein Problem. Müsst nur sagen, ihr habt ja jetzt den Vorteil gegenüber denen zu Hause, da kann ich nicht mal schnell rumkommen. Und jetzt wieder das Bein drauflegen. Ja, das ist super, gell? So, und dann so ein bisschen vor und zurück, so ein bisschen vor und zurück. Wichtiges Atmen, das ist Atmen, ja. Also wer natürlich nachts auf dem Nagelbett schläft, der merkt hier nichts, ist klar. Oh Gott. Oh. Da stellen sich folgende Fragen. Warum tue ich mir das an? Und auch noch freiwillig. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen höher. Wir teilen jetzt mal die Wade. Wir teilen die Wade, also dazwischen legen. Also die Wade teilt sich auf in 2 Muskeln. Einen inneren, der ist recht groß, und einen äußeren, der ist so recht länglich. Also der innere, der zu den Beinen hingeht, der ist recht, ja, sehr voluminös. Und der äußere, das ist so ein Längsmuskel. Und jetzt kannst du einfach mal den Ball da dazwischen legen, zwischen die Beine. Das ist recht angenehm, das ist nicht schlimm.
Das wird aber gleich noch ein bisschen, weil wir gehen jetzt gleich zum Wadenansatz an der Kniekehle. Das ist nicht ganz so schön. Das ist ziemlich doof. So, es kommt ganz oft immer wieder, was ist denn, wenn ich eine Schleimbeutel, also man glaubt es nicht, aber es gibt ganz viele Menschen mit Schleimbeutelentzündung. Es gibt Menschen mit, man nennt das Baker-Zyste, das ist eine Zyste in der Kniekehle. Das ist sehr schmerzhaft. Kann ich das auch dann machen? Ich würde auf jeden Fall sagen, unbedingt machen. Also das, was du ja machst, ist, du aktivierst das Gewebe, du verlängerst das Gewebe, du nimmst den Druck auch aus der Kniekehle. Und jetzt geh dir mal so ein bisschen, nicht ganz in die Kniekehle, sondern in den unteren Teil, da wo die Kniekehle anfängt mit dem Ball. Und den unteren Ansatz der Kniekehle, den massiert dir, das ist nicht schlimm. Das ist angenehm. Einfach mal so rechts, links, ein bisschen massieren. Und genauso, es ist leider fatal, ich habe das ja eben in dem Ganzkörperkurs erklärt, dadurch, dass unser Körpergewicht nach unten drückt und unsere gesamten Gelenke zusammengestaucht werden, wir haben im Knie eine recht dicke Knorpelschicht. Und da sitzen so Menisken, da sitzen dann Bänder, Kreuzbänder, Innenband, Außenband, die werden alle sehr belastet durch den Druck. Und natürlich, wenn du, ich sage jetzt mal, X-Beine hast, O-Beine hast, wenn du schlechtes Schuhwerk anziehst, wenn du schief stehst, hast du immer eine unterschiedliche Druckbelastung im Knie und der Knorpel und auch die Menisken werden unterschiedlich belastet. Und wenn du dann nicht richtig trainierst, wenn du nicht richtig dehnst, wenn du nicht richtig trinkst und isst, dann nutzt dieser Knorpel sich ab. Deswegen haben wir im Alter recht häufig Knieprobleme. Und da gilt auch unbedingt machen, weil wir, und jetzt schau mal, was ich jetzt gemacht habe, ich nehme den Ball jetzt in die Kniekehle und winkel das Bein an. Und jetzt ziehe ich das Bein zu mir ran und was ich jetzt mache, du musst das nicht mit dem Ball machen, guck mal, du kannst das genauso mit dem Arm machen und ziehst jetzt das Knie ran. Das mit dem Arm ist mir sogar noch lieber. Wenn es geht, wenn nicht, machst du das mit dem Ball, okay? Also, den Arm, das Knie über den, also das Bein über den Arm hängen und dann am Knöchel ziehen. Und was wir jetzt machen, wir lösen jetzt das Gelenk ein bisschen, dass der Gelenkspalt ein wenig geöffnet wird. Dadurch kann sich mehr Gelenksflüssigkeit verteilen. Und das Gelenk wird ein bisschen freier. Okay? Einfach. So, und ein bisschen ziehen. Es gibt so kleine, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, bestimmt, es gibt so kleine Faszienrollen. Ja, so kleine, die sind so groß und ungefähr so dick wie der Tennisball. Die sind hierfür super geeignet. Die legt man sich hier rein, damit rollt man nicht, das kann man auch, aber muss man nicht, die kann man dann hier reinlegen und dann so zuziehen. Und dann kann man gerne so ein bisschen wippen und dadurch wird der Gelenkspalt und wird das Gelenk ein bisschen geöffnet und wird ein wenig entlastet. Jemand, der chronische Probleme im Knie hat und auch Schmerzen, der wird das gleich richtig lieben, weil die Schmerzen werden definitiv weniger werden. Das Gleiche gilt übrigens auch bei der Schulter. Das zeige ich aber am Freitag, also am letzten Teil. Da kann man das ähnlich machen. Das Problem ist nur, dass die normalen Faszienrollen zu dick sind. Da kann man sich hier die Rolle unter den Arm legen. Jetzt bräuchte ich noch einen dritten Arm. Und dann drücke ich mir das Gelenk ein bisschen frei. Aber das zeige ich euch am Freitag nochmal. Wir gehen jetzt erstmal, was ich jetzt eigentlich gerne hätte, wäre, dass wir kurz aufstehen und mal spüren, wie sich das anfühlt. So. Jetzt achtet bitte auf das Knie. Alles, was wir gemacht haben, war für Knöchel und Knie. Und jetzt geht mal und spürt mal, wie sich das anfühlt. Also das sollte definitiv freier sein.
Nee? Gut. Ihr müsst nicht mit mir reden. Okay, andere Seite. Wieder mit dem Ball. Ich kann euch sagen, die zweite Seite ist immer gemeiner, weil ihr ja wisst, was auf euch zukommt. Ja. Also wir fangen wieder in der Achillessehne an. Einfach so ein bisschen rechts, links. Ihr seht ja, es fehlt eine ganze Menge. Die haben lieber vorgezogen, heute eine Wanderung zu machen. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Weil die Wanderung, die wird schön Muskelkater geben. Und die Achillessehne verkürzen. Die müssen nachher nachsitzen. Schön rechts, links. Aber das Wetter ist herrlich, schaut mal raus. Das ist echt Wahnsinn, schöner blauer Himmel. Ja, falls ihr euch zu Hause fragt, warum ich in Naturens vor einer weißen Wand sitze und statt vor der tollen Bergkulisse, das Problem ist einfach, dass wir alle nicht auf die Dachterrasse passen. Es sind zu viele. Wir schaffen das nicht da oben auf der Dachterrasse. Wobei, wir könnten das mal ausprobieren, ich weiß es nicht. Nee, also mit den Trampolinen schaffen wir das, reicht nicht. Wir gehen so ein bisschen rechts, links. Also ich bin jetzt so ungefähr im unteren Drittel bin ich angekommen, noch nicht an dem ultra krassen, bösen Punkt. Puh. Man kann wirklich mal so ganz rechts, ganz links, man muss nicht in der Mitte bleiben, wirklich mal den Unterschenkel schön massieren. Hat da einer Hunger? Ah, okay. Es hat sich eher nach einem knurrenden Bauch angehört. Okay. Oh Gott. So, schön rechts, links. Ja, also wer hier nach jetzt gleich unserem Bounce, der hier nach noch kommt, wer dann immer noch Lust hat und immer noch nicht genug hat, ich glaube, die Linda möchte direkt dann noch was aufnehmen und beziehungsweise Kurse machen um 10. Also wer noch Lust hat und aufs Frühstück verzichten will, gell, Gabi? Ja. Du bist in der ersten Reihe. Lass den Fuß schön entspannt. Apropos, wo ist denn dein Mann? Fällt mir gerade auf. Worunter? Und der, ja, aber der hätte unbedingt mitmachen sollen. Das wäre jetzt echt. Oh, okay. Das wäre jetzt super für ihn gewesen. Das wäre jetzt genau richtig gewesen für ihn, wie du vielleicht meinen Erzählungen entnommen hast. Okay. So, jetzt sind wir in dem bösen, bösen, bösen Hauptpunkt. Komm, nimm den Hauptpunkt! Ja. Ja. Also, jetzt muss ich euch doch mal fragen, ihr macht das freiwillig, gell? Ja. Ihr zahlt auch noch Geld dafür. Ja. Ja. Ihr fahrt tausende Kilometer in ein supergeiles Hotel, um euch morgens quälen zu lassen. Irgendwas ist doch faul mit euch. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ihr wisst schon, dass die anderen Gäste gerade noch im Bett liegen und und sich auf die Croissants freuen, ja. Aber das Gute ist, die gibt es gleich nicht mehr, die sind gleich alle leer, bis ihr fertig seid. So, wir gehen wieder ein bisschen höher. Jetzt in die Wadenmitte und teilt diese zwei Wadenmuskeln.
Ja, an der Stelle, wenn ich immer wieder diese Berge sehe, ich sehe die ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, weil ich komme ja hier schon fast 20 Jahre auch als Gast her. Also erstens kann ich mich nie satt sehen und zweitens finde ich immer, die Farben sind immer anders, wenn man die hier so erlebt. Das ist das Blau des Himmels sieht echt anders aus wie bei uns zu Hause. Warum auch immer. Und ich bin dichter dran. Ja, stimmt. Okay, jetzt nehme ich den Ball wieder in die Kniekehle. Ja, was mir hier immer wieder deutlich wird, und das möchte ich auch den Teilnehmern immer wieder sagen, das ist wirklich sehr, ich will jetzt wirklich mal sagen, sehr privilegiert hier zu sein für uns alle, weil es ist schon sehr besonders. Und da sollte man immer mal wieder innehalten und sagen, uns geht es doch sehr, sehr gut. Ja, und das sollte man sich echt immer wieder vor Augen führen, dass es einem wirklich sehr gut geht. Gilt auch übrigens für euch zu Hause, weil solange ihr uns seht, habt ihr Strom, ihr habt Internet, ihr habt ein Dach über dem Kopf. Zieht mal richtig zusammen, nochmal feste. Sehr schön. Und einmal lösen. Ausschütteln. Wir stehen gleich nochmal auf, aber jetzt noch nicht. Ich möchte noch eine Sache bitte vorher machen. Schaut mal, den Ball kann man auch tatsächlich benutzen, um so ein bisschen sich zu massieren, wie so eine Rollenmassage mit leichtem Druck vorne das Wadenbein. Also ihr habt ja diesen Knochen, den können alle, glaube ich, tasten. Hier vorne ist so ein ganz spitzer Knochen. Und da daneben, immer außen, also von dem Knochen nach außen, direkt, da ist, kommt erst so eine Kuhle und dann kommt so ein dicker Muskel. Und den mal durchmassieren, von oben nach unten. Komme ich nicht dran. Okay. So, und dann geht ihr mal hier hoch, kurz unterhalb vom Knie. Also wenn ihr diesen spitzen Knochen nach oben geht, dann kommt ihr oben zu so einem Knubbel unterhalb der Kniescheibe. Da ist nochmal so ein Loch dann. Und da daneben, also wenn ihr an dem Knubbel seid, unterhalb der Kniescheibe, und da dann außen daneben, da müsst ihr mal den Ball reindrücken. Genau. Und wenn sich dann das Gesicht wieder verändert, dann weißt du, bist du richtig. Ja, genau. Damit kann hier nur kaum jemand was anfangen, wenn ich jetzt sage, das ist Wadenbeinköpfchen. Da, wo es weh tut, genau. Merkt ihr das alle? Gut, dann machen wir das andere Bein. Ungefähr da, guck mal. Ja, da. Drück mal mit dem Finger rein. Drück mal mit dem Finger rein. Dann bist du schön entspannt. Nicht auf den Knochen, daneben. Weiter, noch ein Stück. Nein, andere Seite. Da, ja, da. Da. Okay, da haben sie dir den Nerv geklaut. Alles gut. Ach, das sagst du jetzt, da habe ich einen tauben Nerv. Das ist super. Da habe ich einen tauben Nerv. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Also falls du zu Hause mal nichts merkst, vielleicht haben sie dir auch den Nerv da geklaut. Ja, genau. Das ist schön. Danke für den Hinweis. Genau. Also, was passiert? Also, das ist tatsächlich ein Nerv, den du hier drückst. Und gerade wenn man Bandscheibenvorfälle hat, die Lendenwirbelsäule strahlt immer aus in die Beine und da läuft
so ein Nerv, der aus der Wirbelsäule, aus den Lendenwirbelsäulen rauskommt, aus der Lendenwirbelsäule rauskommt. Und wenn man diesen Nerv tot macht bei einer OP oder durch eine Spritze, dann merkt man hier nichts. Oh, ich merke da auf jeden Fall was. So schön. Okay, genug gequält. Komm, wir stehen mal auf. Oh. Einmal hinstellen, bitte. Ich stehe im Moment noch nicht, es setzt sich alles jetzt erst. Oh. Bisschen auslockern. Bisschen ausschütteln. So, und jetzt einmal auf die Zehenspitzen. Jetzt soll die Wade, Knie, alles sehr schön weich und frei sein. Sehr schön. An dieser Stelle ganz großen Respekt. Vielen Dank, dass ihr euch selber so quält. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Mitmachen.